Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Trading-Video. In diesem Trading-Video, da spreche ich über das Thema Bookmap versus Level 2. Was ist der wesentliche Unterschied zwischen Bookmap und dem altbekannten Level 2? Mir wurde in letzter Zeit von vielen Tradern immer wieder dieselbe Frage gestellt. Was denn der Hauptunterschied zwischen einem normalen Level 2 und Bookmap ist? Die Key Elements habe ich für dich auf dieser Folie hier aufgeführt. Punkt Nummer 1. Durch einen umfangreichen Einblick in die Markttiefe siehst du, wie viel Volumen auf einem bestimmten Preislevel gehandelt wurde. Punkt Nummer 2. Durch ein Datenfeed-Bundle bekommen wir noch mehr Informationen und somit lassen sich Iceberg-Orders viel leichter erkennen. Und Punkt Nummer 3. Spoofing ist durch die grafische und historische Darstellung leichter erkennbar. Bookmap bietet einfach dem Daytrader die Möglichkeit, das Orderbuch grafisch darzustellen, wie du es jetzt hier auf dieser Folie siehst. Die grafische Darstellung in Bookmap erleichtert somit dem Händler die Analyse und die Trade-Entscheidung, da die Limit-Orders und die abgehandelten Orders visualisiert werden. Das Orderbuch ist eine Zwei-Seiten-Auktion. Das Lesen erfordert Übung und ein geschultes Auge. Das Tape-Reading, wie man es für gewöhnlich kennt, kann recht kompliziert sein. Der Daytrader muss beide numerischen Anzeigen, Level 2, da werden wir hier auf dieser Seite, und Time-and-Sales-Liste beobachten und verfolgen, um den Orderflow zu verstehen. Und das kann mental sehr mühsam sein. Es ist in der Praxis sehr oft der Fall, dass kleine Details in der Eile übersehen werden und die Fehlerquote erhöht wird. Durch einen umfangreichen Einblick in die Markttiefe siehst du, wie viel Volumen auf einem bestimmten Preislevel gehandelt wurde. Es ist sehr gut erkennbar, wie der Markt die langfristige Liquidität, also unausgeführte Limit Orders, anläuft, durchkaut oder absorbiert und dadurch weiter steigt oder in die Gegenrichtung läuft, wie hier jetzt der Fall ist. Es wird hier hohe Liquidität angelaufen. Es findet ein Soak statt und daraufhin der Dump. Wir können Daten sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Wenn wir uns jetzt beispielsweise anhand dieser Folie das Chartbild ansehen, dann können wir durch die großen grünen Volume Dots bei 125 Dollar feststellen, wie viel Volumen auf einem ganz bestimmten Preislevel gehandelt wurde. Und hier wurden es knapp 523.000. Wir würden in Klartext niemals diesen großen grünen Volume Dot innerhalb dieses Preislevels erkennen. Und das ist das Schöne am Bookmap, wir können diesen Soak auf einen Blick erkennen. Im gewöhnlichen Tape, da würden wir diesen Soak nicht erkennen. Das können wir durch dieses Tape nicht erkennen, auch nicht auf einen Blick erkennen. Klar wirst du im Tape der Times and Sales Liste sehen, wie viele Orders geprintet wurden. Aber das Tape läuft sehr schnell durch und wir werden niemals auf einen Blick erkennen, wie viel Volumen an einem bestimmten Preislevel gehandelt wurde. Und Bookmap zeigt uns auf die Order genau, wie viel Volumen auf jenem Preislevel gehandelt wurde. Wie hier zum Beispiel knapp 523.000. Des Weiteren bekommen wir durch die aggregierte Darstellung eine bessere Einsicht in die Markttiefe. Das bedeutet, haben wir beispielsweise das Bookmap Bundle als Datenfeed-Abo, sprich Nasdaq Total View und Ajax, dann bekommen wir noch mehr Informationen, als wenn wir nur mit einem Datenfeed arbeiten würden. So lassen sich Iceberg-Orders leichter enttarnen. Und ich habe auch wieder dazu diesen Screenshot hier als Veranschaulichung vorbereitet. Wir sehen hier an diesem Fenster Nasdaq Total View. Und wir sehen hier im Orderbuch bei der 7-Dollar-Marke Liquidität von 69.369 innerhalb dieser 7-Dollar-Marke liegen. In Bookmap, hier auf der rechten Seite, das ist das Orderbuch in Bookmap, da sehen wir innerhalb der 7-Dollar-Marke eine ganz andere Zahl. In Nasdaq Total View, dem Datenfeed, haben wir knapp 70.000. Mit dem Datenfeed-Bundle Nasdaq Total View, einmal dieser hier und das in Verbindung mit Ajax, haben wir eine ganz andere Zahl, nämlich knapp 92.000. Wir bekommen noch mehr Informationen und sehen, dass an diesem Preislevel bei 7 Dollar noch mehr Liquidität liegt, wie gesagt von knapp 92.000. Und mit dieser Kombi, Nasdaq Total View und Ajax, lassen sich beispielsweise Iceberg Orders noch besser enttarnen. Zusätzlich erkennen wir durch die grafische und historische Darstellung die Handelsaktivität von Algos viel einfacher. Dass wir hier in diesem Chartbild sehr schön und übersichtlich sehen können, wie sich hier der Algo Stück für Stück nach oben drückt wie eine Treppe, Step by Step. Das ist Spoofing, der Algo stützt die Aktie und schiebt sie höher, eine klassische Manipulation. Kommen wir zum Fazit, das sind meine drei wesentlichen Unterschiede. Ein umfangreicher Einblick in die Markttiefe, sodass wir genau sehen können, wie viel Volumen auf einem bestimmten Preislevel gehandelt wurde. Ein Datenfeed-Bundle gibt uns noch mehr Infos an die Hand, sowie die grafische und historische Darstellung Spoofing leichter erkennbar macht. Das war jetzt auch alles zu diesem Trading-Video. Wenn du mehr Interesse hast,
wie ich diese Themen in meinem Trading umsetze, dann schau unten in die Videobeschreibung. Dort sind meine Links für dich hinterlegt. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.